Mit Kraft und roher Gewalt überwältigen und zerquetschen sie ihre Beute. Die Rede ist von Konstriktors, den Würgeschlangen. Einige sind so stark, dass sie leicht Tiere von der Größe einer Antilope überwältigen können. Oder auch einen Menschen. Aber Würgeschlangen setzen weitaus mehr als nur ihre Muskeln ein. Um herauszufinden, was diese Schlangen zu solch gefürchteten Jägern macht, begibt sich ein Mann auf eine weltweite Suche. Er macht die Entdeckung, dass sich Würgeschlangen außerordentlich gut angepasst haben, um an Land, im Wasser und sogar in der Luft zu jagen. Aber trotz aller Unterschiede haben alle Würgeschlangen, von der kleinsten bis zur größten, etwas gemeinsam. Wenn sie ihr Beutetier einmal gepackt haben, umschlingen sie es mit ihrem Körper. Und aus dieser tödlichen Umarmung gibt es kein Entkommen. Südamerikanischen Wildnis sucht Dr. Jesus Rivas nach einem Tier, das den meisten Menschen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Für Jesus sind die Gefahren, die in diesen Gewässern lauern, eine lebenslange Leidenschaft. Er ist auf der Suche nach Riesenschlangen. Komm her! Komm her, hat die eine Kraft. Eine Schlange von der Größe dieser grünen Anaconda kann einen Menschen mit Leichtigkeit töten. Eine Schönheit. Jesus' Leidenschaft für Würgeschlangen hat ihn einen ungewöhnlichen Weg einschlagen lassen. Mit Unterstützung von National Geographic erforscht er seit über 10 Jahren die grüne Anaconda in seinem Heimatland Venezuela. Er gilt heute als der weltweit führende Experte für Riesenschlangen. Lass los! Jesus fängt Schlangen nicht nur, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er so am meisten über sie erfahren kann. Ich hab sie! Okay. Schlangen haben mich schon immer fasziniert. Wie sie leben, was sie fühlen und denken. Mit einem Problem haben alle Schlangenforscher zu kämpfen. Schlangen sind sehr scheu. Man kann sich direkt vor einer riesigen, 5 Meter langen Schlange befinden und alles, was man von ihr sieht, ist ihre Nasenspitze oder ein Auge. Deshalb ist es wirklich schwer, sie zu erforschen. Ich habe es versucht, aber um Daten über diese Tiere sammeln zu können, muss man sie fangen. Und Jesus ist einer der besten Schlangenfänger der Welt. Für die meisten von uns ist eine Schlange einfach eine Schlange. Aber es gibt tausende von verschiedenen Schlangenarten. Würgeschlangen haben sich darauf spezialisiert, ihre Beute zu zerquetschen. Sie sind die größten und stärksten Schlangen der Welt. Es gibt über 70 verschiedene Arten von Würgeschlangen, die sich in 2 Gruppen einteilen lassen. Boas, zu denen die Anaconda gehört, bringen ihre Jungen lebend zur Welt. Pythons dagegen legen Eier. Jesus verlässt nun seine Heimat Venezuela, um noch mehr über Riesenschlangen zu erfahren. Er möchte herausfinden, wie sie sich angepasst haben, um zu den erfolgreichsten Räubern der Erde zu werden. Und wodurch sie sich von der ihm so gut bekannten grünen Anaconda unterscheiden. Schlangen tauchten erstmals vor über 100 Millionen Jahren auf, als die Kontinentalmasse Pangea auseinanderdriftete. Die Entstehungsgeschichte der Würgeschlangen ist weit verzweigt, wobei sich jede Art perfekt an die jeweiligen Umweltbedingungen angepasst hat.
Jesus möchte zu Beginn seiner Reise eine der primitivsten Würgeschlangen finden, den australischen Woma-Python. Ich bin zum ersten Mal in Australien. Auf diesem riesigen Kontinent gibt es mehr Python-Arten als irgendwo sonst auf der Welt. Für die hier lebenden Aborigines sind Schlangen heilige Lebewesen. Jesus macht sich auf zum Uluru oder Ayers Rock. Einer Legende der Aborigines zufolge wurde er beim Kampf zweier mächtiger Schlangen zerklüftet. Um die Schlangen zu finden, bittet Jesus hiesige Experten um Hilfe. Die beiden Aborigines, die mich begleiten, sind Spurensucherinnen. Diese Frauen sind wahre Experten, wenn es darum geht, feinste Tierspuren im Sand zu finden und zu lesen. Das Wissen, wie man Spuren von Schlangen und anderen Lebewesen erkennt, überliefern Australiens Ureinwohner mündlich von einer Generation zur nächsten. Noch haben sie keine Schlange gefunden, aber einen nahen Verwandten. Komm her, mein Kleiner. Schön bist du. Das ist ein Guana, beziehungsweise ein Waran. Die Experten denken anders, aber ich glaube, dass Schlangen aus einem Tier wie diesem hier entstanden sind, das sich dem unterirdischen Lebensraum angepasst hat. Jesus ist der Ansicht, dass sich die Körperform der Schlangen veränderte, als sie anfingen, sich in die Erde zu graben. Sie wurden länger und dünner und ihre Beine schrumpften. Sogar heute noch haben viele Schlangen kleine Stummel, die letzten Überreste längst zurückgebildeter Gliedmaßen. Ist das hier eine Spur einer Giftschlange? Ist sie frisch? Ja, die ist frisch. Können wir ihr folgen? Ja. Können wir sie finden? Ja. Die frische Spur einer Giftschlange, so mag ich das. In Australien leben mehr Giftschlangen als in jedem anderen Land. Und Jesus kann es kaum erwarten, eine aufzuspüren. Hier drüben. Es ist eine Giftschlange, so viel steht fest. Er hat eine der aggressivsten Schlangen Australiens aufgespürt. Eine King Brown oder auch Mulga-Schlange. Er muss sich in Acht nehmen. Das ist eine King Brown. Australien ist berühmt für seine Giftschlangen. Und dieses Tier ist ein gutes Beispiel. Aber was mich am meisten interessiert ist, warum es überhaupt Giftschlangen gibt. Wenn Schlangen ein sehr großes Beutetier fressen wollen, müssen sie es zunächst töten. Und wie tun sie das? Es gibt zwei Methoden. Eine davon ist, das Opfer zu vergiften. Durch Gift kann eine Schlange mit einem schnellen Biss töten. Aber Schlangen haben noch eine andere, höchst effektive Methode entwickelt. Das Erdrosseln. Jesus' Begleiterinnen sind einer Schlange auf der Spur, die einer der ersten Würgeschlangen ähneln könnte. Diese Damen sind großartig. Sie haben mich hierher geführt, weil diese Spuren darauf hinweisen, dass die Schlange nicht weit sein kann. Unsere Expertinnen haben mir gesagt, dass es keine Giftschlange ist. Jesus vertraut darauf, dass die Frauen anhand der Spuren feststellen können, ob es sich um eine Giftschlange handelt oder nicht. Können Sie sie sehen? Ist sie da drin? Ja. Was ist denn das für ein Benehmen? Ich hatte nicht mit ihrem Kopf gerechnet. Eigentlich wollte ich sie am Körper greifen und sie hat mich leicht gebissen. Lupin gave me a good nip. Hallo, meine Kleine. Komm her zu mir. Komm her. Come on with Papa. Okay.
Du bist aber eine Schönheit. What a beauty. Das ist ein Woma-Python. Das sind sehr primitive Schlangen. Sie haben einen sehr kräftigen, gedrungenen Körper und fast keinen Hals. Der Kopf, mit dessen Hilfe sie sich in den Sand graben, ist sehr kräftig und robust. Wahrscheinlich unterscheidet sich der Woma-Python nur geringfügig von der Urschlange von vor über 100 Millionen Jahren. Mit ihrem langen, schmalen Kopf ähnelt diese Schlange nach Ansicht von Jesus ihren Vorfahren, den Urechsen. Ihr Körper ist perfekt zum Graben geeignet. Ein Verhalten, das andere Würgeschlangen schon lange abgelegt haben. Ihre Jagd unter der Erde könnte auch bei den frühen Würgeschlangen so ausgesehen haben. In der Enge ist es oft nicht möglich, das Beutetier zu umschlingen. Deshalb treibt der Woma-Python die Maus mit seinem muskulösen Körper in die Enge und zerdrückt sie an der Wand des Baus. So könnte die Würgetechnik entstanden sein. Im Verlauf ihrer Weiterentwicklung veränderten sich auch die Würgemethoden der Schlangen. Mithilfe moderner medizinischer Technik will Jesus verdeutlichen, wie viel Kraft sie besitzen. Wir haben eine Menge Spielzeug gefunden, um Ihnen zu zeigen, was passiert, wenn eine Würgeschlange auf den Körper einwirkt. Jesus lässt sich ein Kontrastmittel spritzen, das auf einer Röntgenaufnahme sichtbar macht, wie das Blut durch Jesus' Adern fließt. Sehen Sie sich das an. Wunderbar. Das reicht. Wenn ich Schlangen gefangen habe, habe ich oft erlebt, wie es sich anfühlt, fast erdrückt zu werden. Jetzt werde ich sehen, wie es aussieht. Sind Sie bereit? Ja. Jetzt wird mir wieder Kontrastmittel gespritzt, damit meine Adern sichtbar werden. Die kleinen Gefäße an der Seite werden überhaupt nicht mehr durchblutet. Und auch die dickste Ader ist an dieser Stelle sehr dünn geworden. Es ist also schon sehr wirkungsvoll, wenn eine Schlange dieser Größe meinen Arm umschlingt und zudrückt. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn eine viel größere Schlange den ganzen Körper eines Menschen zerquetscht. Die Vorher-Nachher-Röntgenaufnahme von Jesus' Arm macht deutlich, dass selbst eine kleine Würgeschlange stark genug ist, um die Blutzirkulation zu unterbrechen. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Würgeschlangen ihre Beute durch Ersticken töten. Tatsächlich aber drückt die Schlange so fest zu, dass das Blut des Opfers nicht mehr durch die Venen und Arterien fließen kann. Lange bevor die Beute ersticken würde, stirbt sie durch Herzstillstand. Die Würgetechnik der Schlangen ist viel komplizierter als bloßes Zudrücken. Sie verfügen über ungeheure Kraft und können in weniger als einer Minute töten, schneller als die meisten Gifte. Um zu zeigen, wie das funktioniert, stellt Jesus sich wieder als Versuchskaninchen zur Verfügung und lässt eine Anaconda ans Werk.